Hi, ich bin Annabel Frenzen und ich erzähle euch heute etwas über mein Lieblingspferd Cristobal. In Kiel war, glaube ich, auch ein tolles Turnier einfach für Chrissy, weil Chrissy ist ein Holsteiner und Holsteiner sind ja jetzt nicht so oft in der Dressur unterwegs und ja, da war es natürlich was Besonderes, Chrissy als Holsteiner in Kiel zu reiten. Da, ja, das Publikum war einfach super da, die Halle war voll, es war eine tolle Stimmung und ja, es kam halt auch ganz viel Nachfragen dann zu Chrissy als Holsteiner. Und ja, es war schon ein besonderes Willkommensein da mit dem Holsteiner. Ja, Chrissy ist einfach ein Familienmitglied. Also der gehört zur Familie und ist einfach ein Schatz. Der begleitet mich jetzt über so viele Jahre. Ich habe mit ihm bei den Junioren in M angefangen und wir haben gemeinsam uns bis zum Grand Prix vorgearbeitet. Und ja, das ist einfach toll, was ich ihm alles zu verdanken habe. Wir sind an ihn gekommen, da Frau Endres, also die Pony-Bundestrainerin, einen Lehrgang in Bayern gegeben hat und ihn da gesehen hat. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, sie hat da ein super Pferd für uns gesehen, ob wir den nicht mal ausprobieren wollen. Ja, und dann ist er sozusagen achtjährig zu uns gekommen. Und mein erstes großes Turnier mit ihm war dann direkt die Deutsche Jugendmeisterschaft in Hannover damals bei den Junioren. Mein erstes Jahr im Grand Prix im Pia-Förderpreis war 2011 und das war gleichzeitig auch mein letztes Jahr bei den jungen Reitern. Da bin ich das quasi parallel geritten und da war im Prinzip das erste Jahr, wo wir uns wirklich richtig konzentrieren konnten aufeinander. Und das war auch ein Wahnsinnsjahr für mich. Da bin ich mit Chrissy dann in Dänemark Mannschaftseuropameisterin geworden und habe in der Kür die Silbermedaille geholt und konnte gleichzeitig in diesem Jahr in Stuttgart im Finale beim Pia-Förderpreis Zweiter werden hinter Christina Spree mit Desperados. Das war einfach ein Wahnsinnsjahr. Ich glaube, das werde ich nie mehr vergessen. Ich kann mich sehr, sehr gut freuen. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr happy, wenn es gut klappt und freue mich, das dann auch nachher mit meiner Familie und meinen Freunden zu feiern. Und ich bin immer froh, wenn dann Leute dabei sind und dann nach mir das auch so ein bisschen gefeiert wird, weil man es einfach dann auch wertschätzt. Also ich versuche ihm das auch wieder dann ein Stück zurückzugeben. Also Chrissy ist jemand, der findet es total schön, einfach nur ausreiten zu gehen. Also nach einem größeren Turnier, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dann geht es erstmal ein paar Tage nur ins Gelände und wir haben so eine kleine Rennbahn. Da liebt er es, da lässt er dann, buckelt er auch schon mal und ja, das findet er halt super toll. Chrissy, der liebt es, zum Beispiel gestriegelt zu werden. Dann, das findet er ganz toll und er ist halt wirklich, wenn man aufhört, kann er einem das auch schon mal ganz schön deutlich sagen, dass er das jetzt blöd findet. Dann kann er auch schon mal so ein bisschen in die Luft beißen, nicht böse, aber zeigt einem schon deutlich, was er mag und was er nicht mag. Und er liebt es zum Beispiel auch mit Wasser zu matschen. Also wenn man Füße abspritzen will, dann geht es schon mal gar nicht. Dann bleibt er schon mal 10 Meter vorm Abspritzplatz stehen und sagt, nee, keine Lust. Aber wenn man dann das Wasser aufdreht und ihm den Schlauch ins Gesicht hält, dann kommt er an und will mit dem Wasser matschen. Und das ist schon, er bringt einem auch schon oft zum Lachen, weil er einfach wirklich ein sehr charakterstarkes und teilweise auch sehr witziges Pferd ist. Ich habe mit ihm gelernt, Grand Prix zu reiten. Also ich habe einfach gelernt, auch wirklich Prüfungen zu reiten und ja, dem habe ich eigentlich alles zu verdanken. Ja, jetzt habe ich euch was über mein Lieblingspferd Cristobal erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie alles bei mir angefangen hat.